Oh, das ist eine Kette. Wow. Wie siehst du denn aus, Tara? Die ist, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen älter, wahrscheinlich. Ja, 17. Jahrhundert. Ja, das Feld wurde, glaube ich, früher richtig gut bewirtschaftet. Hallo, wir sind wieder mit dem Metalldetektor unterwegs. Heute sind wir an einer alten Steinmühle und dürfen heute diesen Acker hier absuchen. Wir sind auf jeden Fall top motiviert und freuen uns schon auf die ersten Funde. Ja, der Detektor ist total unruhig. Wahrscheinlich liegt hier ein Erdkabel oder so. Ja, hier ist wahrscheinlich das erste Signal. Aha. Tja, aus welcher Zeit ist das wohl? Schwer zu sagen, vielleicht sehen wir ja ein bisschen mehr, wenn es sauber ist. Oh, das hört sich ja sehr gut an. 89. Ah, ich sehe schon Glasscherben. Ich habe schon eine Befürchtung. Ja. Wie befürchtet, saugefährlich sowas. Deshalb immer Handschuhe tragen. Jetzt das nächste starke Signal mit einem Leitwert von 80. Oh, Entschuldigung, Tara. Oh nein. Armes Mäuschen. Ach, oh Mann, ey, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Unglaublich. Okay, Akku war leer, aber jetzt geht's weiter. Oh, das ist ein Knopf. Jo, der ist auf jeden Fall alt. 17., 18. Jahrhundert eventuell. Ich hoffe, so geht's weiter. Ja, hier ist ein super Signal. Glatt 87. Na? Oh, ist das hier? Ja, ich. Nee. Ja. So, was haben wir hier? Vielleicht ein Fragment von einer Schnalle oder sonstigem? Schwer zu sagen. Sehr gut. Ja. Ich glaube, das ist was Schönes. Das ist eine Sackblombe. Cool. Ich habe ja mein Coinpad nicht mit, aber da steht auf jeden Fall was drauf. Ich mache es nachher sauber und dann bin ich gespannt, wie das aussieht. 87. Aha, aha, aha.
Das ist interessant. War das ein Zahnrad oder ist das so ein Drehrad gewesen? Diese Einkerbungen sind hier nur für den besseren Grip. Mitte 80 haben wir hier. Jawoll! Das ist die erste Münze. Ein Rentenpfennig, so wie es aussieht. Schön. Ja, cool. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir's. Ja, der wird uns Glück bringen, hoffentlich. Erwischt. Bist du am Graben? Eieieiei, Tara. Wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus, Tara? Meine Güte. Wie siehst du denn aus? Ja. Feiner Hund. Süßes Mäuschen. Ja. Fein. Okay. Dann suchen wir mal weiter. Oh, das ist eine Kette. Das ist so eine Armkette, oder? Ah, nee, ist ein bisschen kurz, aber... Schade, das ist kein Silber. Das sieht nach Kupfer aus. Ja, aber trotzdem mal eine schöne Abwechslung. 69. Ziemlich konstant. Das ist wieder eine Sackblombe. So, wie sieht sie aus? Jawohl. Sehr schön. So eine hatte ich noch nie. Oh ja, da kann man auf jeden Fall was drauf lesen. La R. Okay, schöne Sache. Weiter geht's. Ich würde mal sagen, doch gar nicht mal so schlecht aus bis jetzt, oder? Ja, wir können noch ein Weilchen suchen. Macht auf jeden Fall Spaß. So, Leitwert 61. Es könnte was... Oh, das ist ein Knopf. Oh, der ist aber schön. Wow. Der sieht ja verdammt gut aus. Was für ein Material ist das denn wohl? Den mal an. So, Leitwert 72. Ich glaube, das ist wieder eine Sackblombe. Die ist aber blank. Okay. Ja, das Feld wurde, glaube ich, früher richtig gut bewirtschaftet.
87. Ja. Was für eine Schrotpatrone ist das? So, hier haben wir eine Scherbe von einem Gefäß, so wie es aussieht. Bin mal gespannt, was ich zu der Scherbe herausfinden kann. Na? Also, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Und was haben wir? Eine Sackblombe schon wieder. Glaubt, die ist wieder richtig schön. Wir haben hier wirklich eine Vielfalt an Sackblomben. Die sehen alle unterschiedlich aus. Interessant. Ja, wir machen jetzt erstmal Pause. Nicht wahr, mein Schatz? Leckerlis gibt's auch. Tara, mach böse. Hast du fein gemacht. Was für ein feiner Hund. Süß. Ein richtig gutes Signal. 76. Schon haben wir es draußen. Oh, hier ist noch was. Okay, das ist aber, glaube ich, interessanter. Es ist nämlich rund und hat eine Öse. Ja. Oh, das ist schon wieder so ein richtig geiler Knopf. Sehr schön. Haha, cool. Ich freue mich. Gut, weiter geht's. Süßer Hund, ja. Bisschen Liebe tanken, ne? Oh, mein feines Mädchen. Ja. 82. So, da haben wir's. Müsste hier drin sein. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Und Knopf oder Münze? Eine Münze. Haha, schön. Ja, sehr gut, da sieht man was drauf. Ich blende es euch natürlich ein, aber ich meine, ich erkenne da eine 1. Rückseite sieht so aus. Die ist, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen älter, wahrscheinlich. Ja, 17. Jahrhundert, schätze ich mal. Ja, cool. Es ist eine Münze. Und ich vermute mal, das ist eine Zinkmünze aus dem Dritten Reich. Da werden wir nur mit sehr viel Glück was drauf erkennen. Oh! Ach, ich dachte erst eine Münze. Das ist eine Münze. Das ist ein Knopf und der ist ja mega blank. So sieht er aus. Ich glaube, die Öse ist sogar noch ganz. Ja, hier haben wir wirklich verschiedene Knöpfe. Das ist echt cool. Alles dabei.
So, das war's für heute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für eure Unterstützung. Wir freuen uns sehr. Es macht uns wirklich riesen Spaß, hier zu suchen. Und auch mit der Kamera. Deshalb, bleibt dran, schaut wieder gerne rein. Und ich wünsche euch was. Tschüss.